Boah, das sieht richtig Premium aus. Uff! Oh, shit. Das ist deine Vorspeise. Was? Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nico und ich sind gerade fleißig hier am Arbeiten. Wir haben aber langsam, haben wir Hunger. Mensch, wir müssten langsam mal ein bisschen was zum Mittag essen. Und wir haben uns dazu entschlossen, ein bisschen was zu bestellen. Vielen Dank an der Stelle an Sturmwaffel für diese wunderbare Idee. Denn wir werden dem jeweils anderen heute ein Gericht bestellen. Aber ohne dass wir eigentlich wissen, was wir da eigentlich bestellen. Das heißt, wir werden uns die Augen verbinden und dann wild bei Lieferando irgendwas auswählen, das bestellen. Und dann werden wir erst merken, was eigentlich gekommen ist. Hast du Allergien? Nein, zum Glück nicht. Ja, hoffen wir mal das Beste. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Du denn? Was? Hast du Allergien eigentlich? Oder? Ach so, nee. Also eigentlich bin ich auch... Was wäre das Schlimmste, was drankommen könnte? Also ganz schlimm könnte irgendwas richtig, richtig asiatisch Scharfes sein. Das wäre, glaube ich, ganz kacke. Ganz gut wäre, also Pizza wäre eigentlich immer safe, weil man weiß ja auch jetzt nicht, hat man bei einem guten Restaurant bestellt, hat man bei einem schlechten Restaurant leider was erwischt. Wir werden gucken. Ich bin gespannt. Ich bestelle was für dich, ne? Ich bestelle nicht für mich. Nicht, genau. Dann gebe ich mir nicht so viel Mühe. So, wähl mir was Gutes aus. Achso, du siehst das ja nicht. Also, wir sind jetzt auf der Restaurantswahl. Da sind jetzt schon die Restaurants, genau. Also ganz oben sind ja wahrscheinlich deine Favoriten. Deshalb scroll ich auf jeden Fall gut weit runter. Ich hoffe halt, dass nach Übereinstimmung quasi gematcht wird und dass wenn ich nach ganz weit unten scrolle, dass ich was erwische, was du nicht so findest. Ich tippe jetzt was an. Du hast was angetippt, okay. Ja. Und dann sind wir jetzt wahrscheinlich erstmal bei den meistbestellten Sachen. Das möchte ich dir natürlich eigentlich auch nicht geben, sondern ich scroll auch wieder hier schön weiter. Nee, das wäre auch blöd, wenn ich was bekomme, was lecker ist, wirklich. Ich habe halt null Ahnung, wie weit die Karte hier geht. Nehmen bitte ein Hauptgericht wenigstens. Habe ich was angetippt? Du kannst auch noch eine Vorspeise nehmen, wenn du magst. Also ich weiß halt gar nicht, wo ich bin, so, ne? Also, scroll wieder nach ganz oben. Ja. Jetzt bin ich wahrscheinlich bei den meistbestellten Sachen. Dann gehe ich ein bisschen runter. Hier sind Vorspeisen. Kann das sein? Ja, perfekt. Aber ich will das hier, glaube ich, noch. Sicher? Bist du sicher, dass du das willst? Fertig? Ja, offensichtlich. Also wenn du was für mich ausgewählt hast, wo du sagst, das ist so schmackofantig, dann... Warte, ich fülle noch mal kurz. Ja, ich glaube, das ist gut. Okay. Okay, ich hoffe, du hast mir was Leckeres ausgewählt, ne? So, jetzt kommt mein Part für dich. Also, ich habe jetzt auch alle Restaurants. Ich gehe auch mal ein bisschen runter. Ja, nicht zu weit vielleicht. Ganz unten sind dann wieder die Kack-Restaurants. Ich nehme mal das hier. Habe ich was ausgewählt? Also, oben natürlich die Top-Gerichte wollen wir nicht, ne? Ich nehme erstmal so eine Vorspeise. Das. Okay, also, dann gehe ich mal ein bisschen runter. Wie gesagt, Hauptgerichte... Oben, da sind wir raus. Also hier. So, jetzt aber Vorspeise. Ey, wie viele Menüs gibt's denn da? Okay, dann gibt's keine Vorspeisen halt da drin. Gut, ich habe jetzt einen Bereich zugeteilt bekommen, aus dem ich auswählen darf. Wissen wir, wie bei der Kirmes. So, freust du dich schon, Nico? Richtig. Dass ich nicht für 10 Personen ein Menü bestelle. Wäre auch stark gewesen auf jeden Fall. Okay, Beilagen. Wo ist das Handy? Da. Habe ich eine? Ja, dann haben wir es doch eigentlich, oder? Okay, dann kriegst du noch ein Dessert, Nico, ja? Du hast gesagt, du möchtest noch ein Dessert. Ich zauber dir jetzt eins. Das. Okay, ja, dann haben wir es doch. Dann bestellen wir das jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir sehen, was wir eigentlich bekommen zum Mittagessen. Es ist einiges an Zeit vergangen. Dein Essen ist schon da und wir wollten dich nicht warten lassen. Ich bin so hart neidisch. Du kannst es auspacken. Ich habe schon natürlich erahnen können, es handelt sich um einen Burger. Boah, das sieht richtig Premium aus. Oh, shit. Stark. Das ist wirklich Next Level. So, du hast Beilage. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das hier? Es ist richtig schwer. Es ist schwer. Was ist das? Ich glaube, das ist Kartoffelsalat. Gut, ich glaube, du brauchst eine Gabel. Es ist ein Dry-Aged-Burger, offensichtlich. Er sieht sehr... Und du hast noch einen Nachtisch dazu. Du hast ein perfektes Menü. Das kann doch nicht sein. Und auch der sieht richtig geil aus, also... Ich bin richtig hart neidisch, ne? Ein Muffin. Probier mal, ich möchte mal deine Bewertung jetzt. Also ich, willst du jetzt auch probieren? Soll ich dann? Nee, ist ja deins. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie dein Fazit ausfällt. Boah, das kannst du, glaube ich, gar nicht so. Uff. Guten. Komm, geil. Christenmann, der Servierte. Der ist süß. Was ist denn daran? Das Dry Age ist wahrscheinlich so ein bisschen eingelegt dann, ne? Also mit Zwiebelmarmelade offensichtlich, haben wir gerade reinbekommen. Hast du sehr gut gemacht, auch wenn es blind war. Ja, also die Beilage weiß ich nicht, ob man da wirklich so auf den Kartoffelsalat gehen müsste. Komm, probieren wir es jetzt direkt auch. Ich bin echt neidisch, ne? Ja, das Kartoffelsalat. Ja. Wäre das deine Favorite-Beilage gewesen? Wahrscheinlich nicht.
Aber interessante Kombination. Kommen wahrscheinlich auch nicht am Tag so viele Bestellungen rein, die sagen, bitte den Dry-Age-Burger mit Kartoffelsalat. Aber man würde nicht checken, dass das blind bestellt wurde, wenn die das jetzt reinbekommen. Also wir haben ja schon mal einfach so gegessen bei Drehs irgendwie und wir haben schlechter gegessen, als wir mal nicht blind bestellt haben, als jetzt. Guck mal hier, also so zart rosa noch in der Mitte der Burger. Köstlich. Was ist dein Fazit? Na gut. Ich bin so neidisch. Ich hoffe, mein Essen ist auf gleicher Ebene. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Und auch der Muffin, ne? Du hast ein perfektes Gericht einfach. Gut, es ist einige Zeit vergangen. Man sieht kein Essen mehr vor dir. Er hat alles vernichtet, komplett. Ich bin immer noch ein bisschen neidisch. Ja, bei meinem Essen gab es ein paar Lieferschwierigkeiten. Aber wir sind jetzt auch hier. Ich habe das bekommen. Es ist italienisch offensichtlich. Immerhin schon mal Pizza, Brötchen und Kräuterbutter. Also wenn irgendwas scheiße schmeckt, dann habe ich wenigstens nochmal das. Ich bin gespannt, was du bestellt hast. Soll ich dir jetzt erklären, was die Vorspeise ist? Ja, was? Das ist deine Vorspeise. Was? Ja, das habe ich dir als Vorspeise ausgesucht. Du hast extra Kräuterbutter. Ja, anscheinend. Du warst so überzeugt davon, dass eine Kräuterbutter einfach nicht reicht. Du wusstest ja nicht, was du Brötchen hast. Ich hab dir wirklich nur die Kräuterbutter. Köstlich. Endlich. Endlich Vorspeise. Boah, danke. Möchtest du einen Eierlöffel haben oder so? Guck mal, ich mach dir eine grandiose Vorspeise. Ein ganzes Menü, ne? Und du sagst hier, friss Butter einfach. Das wird dir, glaube ich, besser gefallen. Ich würde jetzt mal direkt zum Hauptgang übergehen. Einfach mal. Die dachten sich auch, was für ein Vollidiot. Was für ein Idiot. Naja, dann gucken wir mal. Oh. Okay. Also erstmal sehe ich viel Sahnesoße. Ich glaube, das ist Fleisch, Brokkoli, Paprika, Pilze oder so. Oh, oh, Gnocchi. Mhm. Junge, geil. Ich probiere mal. Ich probiere erstmal nur so. Voll gut. Ich bin überrascht. Das müsste Hähnchenfleisch sein, ne? Es ist, wie hieß es, Pasta à la Chef oder so mit Gnocchi. Also eigentlich relativ wenig Pasta, dafür Gnocchi, aber also es hätte auf jeden Fall deutlich schlimmer kommen können. Gut, die Beilage war, die Vorspeise war jetzt nicht so ganz. Im Vergleich zu dem Burger vielleicht ein bisschen der Kürze. Der Burger war auf jeden Fall schon ein anderes Level. Aber ich bin voll zufrieden. Also bis auf die Paprika mag ich das sehr gerne. Stimmt. Also es hätte so vieles schlimmer sein können, ne? Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich würde dem Gericht auf jeden Fall eine 8 geben. Was würdest du dem Burger geben? Auch eine 8? Auch eine 8, würde ich sagen. Ich fand das Süße halt nicht ganz so geil, aber die Fleischstruktur und so war richtig, richtig lit. Auf Profi angelehnt jetzt. Der Muffin, gute Abrundung des ganzen Gerichts. Was sagst du zu deiner Vorspeise und Hauptgerichtkombination? Ja, da merkt man, da hat sich ein Profi wirklich Gedanken gemacht, was in Kombination geil schmeckt. Aber ich bin sehr zufrieden auch. Ich würde sagen, Glück gehabt. Ja, ich würde sagen, ich werde dann auf jeden Fall weiter endlich mal eine halbe, dreiviertel Stunde später als du mein Mittagessen essen. Falls es euch gefallen hat, gerne mal eine positive Bewertung da lassen, ein bisschen Support da lassen. Und dann würde ich sagen, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare dazu. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwann einen zweiten Teil, wo du dann endlich mal nicht ganz so viel Glück hast, sondern ich den Burger dann bekomme. Andere Challenge-Ideen für Lieferando natürlich auch gerne in die Kommentare. Tut es, Leute. Das war's von uns. Ich gehe jetzt essen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.